Der Städtebau- und Aufbausimulator Farthest Frontier ist nun seit circa einem Jahr im Early Access. Ein sehr guter Grund für mich, um nochmal reinzuschauen, wie weit sie mittlerweile mit dem Spiel gekommen sind. Wenn du auch Lust auf solche Spiele hast, bleib gerne dran, ansonsten natürlich auch gerne. Und wir gucken zusammen einmal rein. So, okay, wir fangen natürlich wie erwartet mit einem Dorfzentrum an. Okay, ich gehe einfach mal hier hin. Zack. Guck, dass ich nicht so viele Bäume am Anfang habe, sonst müssten die nämlich alle erst abgeholzt werden. Generell geht es in diesem Spiel, Farthest Frontier, darum, dass man sich eine Siedlung baut, dass man überlebt, dass man Ressourcen sammelt, dass man Nahrung anbaut und sammelt und so weiter und so fort. Und es gibt auch so ein paar Widrigkeiten, man kann überfallen werden, man kann tatsächlich verhungern oder erfrieren, elendig. Und ja, das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal mit unseren Leuten, die hier ausgewandert sind, in ein neues Leben, die gerade gemerkt haben, dass es Wohnraumknappheit, gebe ich mal gerade auf Pause. Logischerweise, wir sind gerade angekommen und ja, gut. Wir haben kein Baumaterial. Ich guck mal gerade eben kurz hier rein. Ja, das ist richtig. Gut, das heißt, wir würden erstmal anfangen, dass wir Sachen abbauen. Und zwar hauptsächlich erstmal nur Bäume. Und zwar die hier so drumherum. Das ist doch kein Baum, oder was? Das ist kein Baum. Findest du es nicht? Ich mache mal Büsche noch mit an. Ah, guck mal. Büsche haben natürlich kein Holz, klar. Aber gut, so, jetzt habe ich meinen Dorfbewohnern erstmal den Befehl. Das klingt so fies, ne? Die Idee gegeben, man könne ja Bäume fällen, damit wir hier auf diese 16 Baumstämme kommen, um unser Dorfzentrum fertig zu bauen. Das ist unser Vorratswagen, mit dem wir ausgereist sind aus unserer alten Heimat in die neue. Ich packe den mal so ein bisschen zur Seite. Ansonsten haben wir hier natürlich wie in jedem anderen Spiel dieser Art ein Baumenü. Wir haben Wohnraum, den wir bauen können. Wir haben Lager, Ressourcen, Thematiken, Verteidigung und so weiter und so fort. Aber mit Verteidigung und Co. würde ich sagen, beschäftigen wir uns das mal später. Ich möchte nur einmal kurz darauf hinweisen, wie gut einfach die Audio-Implementierung schon ist. Dieses Gewitter ist ja wunderschön. Guck dir das mal an. Oh Gott, das Donnern, das ist in meinem Kopf drinnen. Na gut. So, ihr seid erstmal so fleißig am Hacken da. Ihr seid auch alle schlecht drauf, ne? Wer bist du denn? Liala ist scheiße drauf, weil sie hat Hunger, sie ist kalt, sie ist langweilig. Und sie hat keinen Wohnsitz. So, da kommen jetzt so die ersten Stämme. Guck mal, wir brauchen nur noch drei. Und wenn wir das Ding fertig haben, dann können wir mal planen, wie wir so ein bisschen unsere Stadt aufbauen wollen. Weil wir haben hier Tonvorkommen. Wir haben hier überall irgendwie Gemüse und so weiter. Wir haben, Meister ist glaube ich auch so Gemüsezeug, oder? Dorniger Strauch, Rosengewächse, Beeren. Ja, Beeren, was weiß ich denn. So, übrigens, man hat es ganz gut gesehen. Ich klicke nochmal drauf. Ein Busch, der rote Beeren trägt, die spät im Herbst reifen. Was heißt das genau? Wir haben hier unten eine Jahreszeitenanzeige. Das heißt, wir sind gerade aus dem Winter gekommen, gehen jetzt in den Frühling, danach in den Herbst und wieder in den Winter. Dann geht es ganz von vorn los. Man kennt das Prinzip von einem Kalender. Und das heißt, wir müssen das natürlich mit einberechnen. Wenn es kalt wird, braucht man zum Beispiel Feuerholz. Wenn es kalt wird, arbeiten die Leute auch sehr ungern zum Beispiel. Der Boden friert ein. Das heißt, wir können keine Felder bestellen. Und solche Thematiken kommen dann auf uns zu. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ein Jahr lang nicht gespielt und vor einem Jahr wirklich nur so 7, 8, 9 Stunden. Vielleicht noch weniger. Schauen wir mal. So, unser Dorfzentrum ist fertig. Und nicht erschrecken, wenn man das anklickt. Ich warte nochmal kurz vor. Achtung, wird laut. Es ist unglaublich laut. Ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los. Ich habe hier noch einen Weg, den ich bouncen kann. Den würde ich erstmal am Anfang hier so rüberziehen. Damit wir so eine leichte, grobe Struktur haben schon mal. So, und hier würde ich einfach dann meine Hütten dran setzen. So, wie drehe ich das Ding nochmal? Platzierbares Objekt drehen. Hier oben haben sie nochmal so ein bisschen die Hilfe eingeblendet. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und würde einfach jetzt hier mal, weiß nicht, 4 Häuser bauen. So, dann machen wir nochmal einen Weg da dran. Zack. Ah, ist schon verkackt vom Layout hier, ne? Eigentlich hätte ich hier die Straße langziehen müssen. Egal, das Ganze soll ja auch organisch wachsen, ne? So, das heißt, die bauen jetzt alle schon ihre Hütten, damit sie nicht mehr im Regen stehen müssen. Ich würde tatsächlich noch gucken, dass ich noch mal ein klein wenig mehr abbaue, und zwar speziell Bäume. Davon habe ich... Ah, hier doch sind einige. Okay, ich wollte gerade sagen, davon habe ich nicht so viele in der Gegend. Ansonsten haben wir hier noch Steine, die können wir abbauen. Und damit die diese ganzen Sachen nicht einfach auf den Boden legen müssen, fangen wir natürlich auch erstmal an mit einem Lager. Und zwar einfach nur erstmal einem Stapelplatz. Das ist im Endeffekt einfach nur ein runder Kreis, wo die Sachen reinlegen können. Also Lager ist eher was anderes. Das packe ich einfach mal... ja, wo machen wir das denn mal hin? Mit dem Ausgang nach der... Da könnte ich theoretisch noch Häuser in die andere Reihe bauen. Okay, dann packe ich den hier auf die andere Seite.
Und zwar hier hin. Da müsst ihr zwar erst das, den Baum hier fällen. Das Dickicht, Entschuldigung, das ist kein Baum, das ist ein Dickicht. Aber gut, das ist ja wunderschön. So, also das erste Haus ist fertig. Das geht auch relativ zackig, muss ich sagen. Zweites Haus. Und hier sieht man auch, dieses Gebäude hat kein Brennholz. Das heißt, sollte es Winter werden, und wir sind ja zwar noch weit vom Winter entfernt, aber das kommt schneller, als man denkt, muss ich mich darum kümmern. Attraktivität, ja klar, Häuser sind attraktiv. Dass man auch Feuerholz bekommt. Übrigens, Attraktivität heißt natürlich, diese Häuser haben hier so eine Art von Attraktivitätsmieter. Ja, und wenn ich jetzt hier bei 30 bin, das ist dann dieses römisch 2 unter meinem Mauszeiger, dann würden die aufsteigen zu einem Haus. Oh, ein Ereignis. Weitere Leute warten auf die Erlaubnis, sich deiner Siedlung anzuschließen. Sammle einen 4-Monats-Vorrat an Nahrung und stelle 6 Häuser bereit. Ja gut, 4-Monats-Dings hier habe ich hier oben schon. Nahrungsvorrat von 8. Und wir wollen noch ein paar Hütten machen. Weil aktuell haben wir wirklich hier genau 12 Bewohner und 12 verfügbare Wohnräume. Das heißt, ich mache nochmal so ein bisschen Puffer oben drauf. Wenn das Haus fertig ist, haben wir natürlich dann ein bisschen mehr. Aber nee, das war nicht richtig. Wohnraum mit. So. Wir packen hier nochmal 2 Häuser rein. Und ich würde hier oben schon mal den Weg ziehen, damit ich den nicht vergesse. So, zack. Okay, so. Das machen die jetzt erstmal alle. Und jetzt gucken wir mal, was wir so machen müssen, damit wir nicht direkt am Anfang sterben. Und das ist sicherlich eine Thematik wie zum Beispiel Brennholz. Und Brennholz müsste eigentlich hier bei der Ressourcenverwaltung sein. Da haben wir einmal den Brunnen und den Brennholzspaltplatz. Das ist tatsächlich ein Gebäude, aber am Ende ist es einfach nur ein riesiger Holzscheit. Aber gut. Man sieht übrigens ganz, ganz grob, nicht so wirklich stark, unter dem Brennholz ist so eine leichte rote Verfärbung. Man sieht das ganz gut, wenn ich das so verschiebe. Das heißt, dass damit die Attraktivität, man sieht es ja auch, dass es rot wird bei den Häusern, dass die Häuserblocks dadurch unattraktiv werden. Deswegen werde ich gucken, dass ich den so ein bisschen weiter weg platziere. Hier so hin. Damit es weiterhin in der Nähe ist der Wohnhäuser, aber uns nicht die Attraktivität kaputt machen. Ansonsten werde ich jetzt hier noch eben kurz irgendwo einen Brunnen hinbauen. Vielleicht packen wir den hier so hin. Warte mal. So, wohin geht das denn? Okay, das ist, man sieht ganz gut im roten, nee, die andere Farbe, wie heißt die? An dem grünen Umriss, wie weit der Brunnen geht. Andererseits sieht man hier wiederum natürlich auch nochmal bei dem Wasserbonus über der Maus 71%. Je nachdem, wo ich den hinpacke, 58, 57, 52. Wir haben sowas wie trockene, also ich sage jetzt mal Modifikationen der Feuchtigkeit. Ich kann es nicht komplizierter sagen. Deswegen würde ich tatsächlich einfach mal den Brunnen hier irgendwo hinpacken. 63, 63, vielleicht hier, 67. Ist ein Unterschied, würde ich sagen, oder? Das Haus geht bis hier. 65, 66, 67. War doch hier irgendwo da. Da ist 67. Dann packe ich den einfach mal dahin. Ziehe den Weg nochmal weiter durch. Übrigens, dieses Wegsetzungssystem ist eigentlich wunderschön. Warte mal, wenn ich jetzt nämlich hier baue, zack und klicke. Guck mal, ist das nicht toll gemacht? Ui. Okay, so. Nein, da wollte ich gar keinen Weg haben. Verdammt, der muss ich wieder abreißen. Ich wollte ja auf die Rückseite eigentlich noch andere Häuser bauen. Ja gut, dann muss ich gleich wieder abreißen, wenn er fertig gebaut ist. Beziehungsweise ich kann den vielleicht... Ressourcen abbauen? Ne, hier. Entfernen, Bäume, Büsche, Beeren, Straßen. Guck mal, da. So, entfernen. Jetzt habe ich zwar die ganze entfernt, aber das kann ich ja wieder bauen. Ist ja kein Problem. Warum hacken die eigentlich diesen Stein kaputt? Was habe ich denen gesagt, dass sie das machen sollen, ne? Wo bist du denn? Der Malund. Der Malund... 36 und bringt jetzt Stein hier vorne ins Lager, vermute ich mal, oder? Weil er sagt ja hier, Status bevorratet Stein. Das heißt, der Stein wird jetzt hier hingelegt. Guck mal, ne? Da, zack. Zack, ist nicht der. Das hat man gar nicht gesehen, man glaubt es kaum. Oh Gott, ich kann ihn steuern. Sag mal, wann kann ich ihn denn steuern? Kann ich ja schon immer? Wahrscheinlich. Ist halt schon ewig her. So, okay. Also, was haben wir jetzt hier an Nahrungsthematiken? Wir haben nämlich die Möglichkeit... Büsche zum Beispiel abzuernten, wie hier Beerenbüsche, Blattgemüse, Kräuter. Sammlerhütte, ein Gebäude für Sammler, um Lebensmittel aufzubewahren, die in der Umgebung des Dorfes gesammelt wurden. Obst, Fischerhütte brauchen wir nicht, das machen wir gleich auch, aber dann wird es die Sammlerhütte sein. Man kann ja ganz gut an dieser Anzeige erkennen, ich will da keine Fischerhütte bauen, bis irgendwie blam blam. Guck mal hier, so, da, also wir haben...
Kräuter, wir haben Trauben. 1, 2, 3, kommt ein Weg, 1, 2, dahin. Wunderbar. Weil die Häuser sind ja mal drei groß, 1, 2, 3, kommt dahin und dann kann ich hier noch einen Weg ziehen. So, dann haben wir da schon mal so ein bisschen Nahrung. Ansonsten gibt es noch eine Jägerhütte, aber ich glaube nicht, dass es so viel hier zu jagen gibt, ehrlich gesagt. Doch da sind, wie heißen die Tiere da ganz links? Rehe, Hirsche, irgendwie. Andererseits, was haben wir noch an Nahrungsmöglichkeiten? Wir haben natürlich eine Fischerhütte, die bauen wir als Erste. Oh Gott, ja, die bauen wir als Erstes, logischerweise. Würde ich fast sagen, dass wir die einmal kurz drehen. Hier ist die Leben-Dingsi, da wollen wir natürlich jetzt nicht drauf bauen. Das heißt, ich würde sagen, dass wir einfach das hier so hinbauen. Guck mal. Das ist ja wunderschön, ne? Auch noch einen Weg dahin. Und dann sollt ihr das mal bauen. So, was ist jetzt hier mit dem Brunnen? Ist der bald fertig? Wir müssen nämlich bald anfangen, auch Holz irgendwie mal auf Lager zu legen. Ja, die hat einfach alles zu tun gerade irgendwie, ne? Weißt du was, das mit dem Stein, lass mal bitte. Ich brauche deine Arbeitskraft einfach auch mal woanders irgendwie. Ja gut, okay, die fangen schon mal an, so die Fischerhütte zu bauen. Das freut mich eigentlich, weil der erste Winter kommt ja bald. Raubtiere greifen an, das habe ich noch nie gesehen. Ja, aber es wird scheinbar bekämpft. Was ist denn das für ein Raubtier? Ein Hund, wie süß. Oh nein, der stirbt. Entschuldigung. Kann mal bitte jemand den angreifen? Der macht den mal tot. Rettet. Oh Gott, er ist im Haus. Komm, die machen jetzt richtig fertig. Okay, wunderbar. So, ihr könnt jetzt wieder was anderes machen. Machen die wieder was anderes? Wartet auf Befehl. Nee, mach arbeiten hier irgendwie. Kadaver eines erjagten Tieres. Gehen die irgendwann wieder weiter? Arbeiten. Was ist das? Nach Hause gehen? Nee, das dann zu Hause zeigen. Okay, sie gehen irgendwann weiter. Gut, wunderbar. Sehr schön, das freut mich für ihn. Oh Gott, wir haben schon unseren ersten Angriff tatsächlich hinter uns. Schon wieder. Oh, ist doch nicht euer Ernst. Machet fertig. Los. Töte ihn, wer ist er? Vielleicht sollte ich doch irgendwie eine Jägerhütte bauen. So viele Tiere hier rumlaufen. Schon wieder Raubtiere. Was ist denn da los? Wölfe sind aggressive Tiere. Oh, ja, ja. Die eine mäßige Gefahr für Dorfbewohner und Vieh darstellen. Liefern Fleisch, Felle und Talg, wenn sie von Jägern zerlegt werden. Das war natürlich jetzt einfach alles unfachliche Arbeiten eher. Von meinen Dorfbewohnern. Aber gut, okay. Übrigens, man sieht hier ganz gut an dem Spaltplatz. Ich drehe das gerade mal so ein bisschen. Guck mal, er macht jetzt schon Feuerholz hier. Und zwar sehr monoton. Zack. 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 Also er ist motiviert. Man kann hier ganz viele tolle Sachen sehen. Im letzten Jahr produzierte Gegenstände. Im letzten Jahr. Das ist das erste Jahr. Oh nein, doch, wo ist gestorben? Am Wunden aus dem Kampf. Oh nee, das ist aber jetzt doof, oder? Guck mal, Lianla, die hatten wir doch eben. Die, hier. Oh nee. Unangenehm. Ein belebter Markt würde helfen. Ey, mir ist gerade die Lianla weggestorben. Lilayla? Laila wahrscheinlich. Gold zu verdienen. Okay, der belebte Markt ist jetzt der Tipp. Ich würde aber vorher tatsächlich einmal kurz den Friedhof bauen, weil der scheint mir schon zu brauchen. Das ist ein bisschen unangenehm, aber ich drehe mal wieder richtig rum. Also richtig rum, ne? Aber sonst blicke ich da nicht mehr durch irgendwann. Und da würde ich einfach gucken, dass wir so einen kleinen Waldfriedhof vielleicht hier bauen. Guck mal hier so. Weil sonst gammelt nämlich Laila da irgendwie die ganze Zeit rum hier und wird auch nicht weggeräumt. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, was können wir als nächstes machen? Ich würde sagen, wir gucken mal, was wir so an Lagern schon machen können. Guck mal, wir haben mittlerweile auch ein Lagerhaus. Das ist übrigens ein großer Unterschied, weil der Stapelplatz ist eher so für Baumstämme, Besteine und Bretter, wie es da steht. Das Lagerhaus ist dann ein großes Ding, ne? Alle Gegenstände, also auch Nahrung und Co. Und dann gibt es noch den Rübenkeller, der dafür genutzt wird, um Sachen da einzukellern, damit die halt ja besser länger halten und sowas. Ne? Man kann die zwar nicht komplett einfrieren, aber da halten bestimmte Lebensmittel einfach länger drin. Ist ja gar nicht schlecht. Gut, gut. Also ich würde ein bisschen weiterbauen. So 20 Minuten oder sowas ungefähr. Und dann schauen wir einfach nochmal zusammen rein und gucken, wie weit wir sind. Der Winter setzt so langsam ein. Wir haben hoffentlich genug Brennholz in den Häusern. Wir haben genug Getränke und wir haben
halbwegs genug Nahrungsvorräte, nicht wirklich. Also wir müssen so ein klein wenig zurückschrauben. Ansonsten warte ich eigentlich nur gerade darauf, dass so die letzten Gebäude fertiggestellt werden. Ich habe noch ein paar Bäume hier zum Abholzen markiert. Ansonsten geht es eher darum, dass wir jetzt in den Winter kommen. Und solange wir da darauf warten, können wir uns mal ein bisschen anschauen, so wie sie die Gebäude, ich sag jetzt mal, designt haben. Weil ich muss echt sagen, das sind nicht einfach nur irgendwie viereckige Klötze mit Fenstern drin. Ne? Also das ist schon echt schön. So hier mit der Wäsche und alles, haben sie schon echt gut gemacht. Ich bin begeistert. Okay, dieses Dorfzentrum, das ist jetzt eher weniger spannend. Ansonsten aber hier das Lagerhaus zum Beispiel. Haben sie richtig gemacht oder diesen Spalt. Also alles haben sie wirklich schön mit Detail irgendwie zusammengebaut. Bin echt Fan davon. Naja, gut. So, die ersten Wölfe heulen auch schon wieder. Wir haben aktuell immer noch Jahr 1, aber wir gehen jetzt das erste Mal auch in den Winter. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Naja, gut. Die Wölfe heulen ihr ewiges Lied. Was ist das? Ansammlung von Kräutern. Das ist doch schon Wasser, oder? Na gut. Aber auch die ganzen Effekte, die sie hier haben. Also jetzt zum Beispiel diese Bäume, die haben einfach auch ein Wintermodell. Birke sieht nun so aus. Sieht jetzt so aus, ne? Das haben sie schon wirklich schön gemacht. Auch so, wenn ich jetzt hier so mal überlege. So mit dieser Tiefenschärfe oder Schärfentiefe, ich weiß es nie. Wenn man hier so wirklich lang gucken kann. Alles ist zugeschneit, alles ist gefroren, überliegt Schnee. Nur die Steine haben kein Wintermodell, okay. Aber ansonsten, wie fleißig sie an uns sind. Guck mal, sogar dieser Wagen hat so ein leichtes Schneemodell, ne? Die beiden Boys sind Girls hier vorne, die haben das nicht, okay. Was ist denn mit dem Fischer? Der fischt immer noch, obwohl Winter ist, okay. Gut zu wissen. Ich glaube, langsam haben wir erstmal genug von diesem Spaltmaterial. Uran! Deswegen lassen wir das erstmal. Ich habe deswegen die Arbeiter mal gerade eben kurz rausgeholt. So, und hier liegt unsere erste. Kann man das sehen? Kapazität 1 von 64. Dieser Friedhof wurde im Jahr 1 gebaut. Das steht da auch noch. Oh nee, das ist mir unangenehm. Ja gut, Friedhof ist übertrieben. Das ist einfach nur eine Ecke mit Steinen umrundet. Ja gut, irgendwo müssen die Leute hin, ne? Ist ja klar. Okay, so. Also, die sind weiter alle fleißig am Abholzen hier. Das freut mich auch. Es gibt irgendwann den Moment, wo sie alle nach Hause gehen und den Überwintern-Modus anschalten. Es ist ein bisschen skurril, weil einfach dann im Moment in dieser Stadt oder in diesem Dörfchen einfach niemand was tut. Und im nächsten Jahr könnten wir uns dann auch darum kümmern, dass wir mal so ein großes Feld anlegen vielleicht. In dem wir dann so ein paar Dinge anpflanzen. Aber bisher machen sie keine Anstalten, nach Hause zu gehen. Sie sind also noch weiterhin fit und motiviert. Was ist nicht wunderschön? Ich würde gerne die Scroll, die ich gerade mal langsamer spielen später. Da kann man ein bisschen hier so mal das Dorf gehen, auch, weißt du? Mal ein bisschen gucken. Guck mal hier, Tierchens. Guck mal. Ein Reh. Eine ausgezeichnete Quelle für Fleisch. Ja, das kann man sehen oder auch nicht. Naja. Aber wo wir gerade bei Fleisch sind, diese Wohnhäuser können halt auch aufleveln, weil aktuell reden wir hier von einer Hütte und das kann halt zu einem Haus werden und so weiter. Und die haben hier Verbesserungsbedingungen, damit sie zu einem Haus werden. Unter anderem Nahrungsarten, zwei verschiedene. Und ich glaube, es geht darum, wenn ich jetzt mal dieses Lagerhaus mir angucke bei der Nahrung, ich glaube, pro Feld ist es eine Art, wenn ich das richtig sehe. Ist das richtig? Das heißt, zum Beispiel hier Fleisch, Räucherfleisch sind zwar verschiedene Arten, vermute ich mal. Oder gilt zum Beispiel hier die Bohne und das Blattgemüse zusammen als Gemüse, als eine Art. Man sieht übrigens, der Boden taut auf. Wir sind im neuen Jahr gleich angekommen. Der Marker ist ganz an der Grenze hier. Gleich kommen wir im zweiten Jahr an. Also jetzt, Neujahr, Jahr 2. Auf die vergangene Zeit, mein Freund, auf die vergangene Zeit. Ein Schluck auf die Erinnerung an die vergangene Zeit. Ja, wunderschön. Klasse. Ja gut. Damit haben wir unseren ersten Winter tatsächlich überlebt. Und wir könnten schauen, was wir als nächstes machen. Ich finde so, das Nahrungslevel ist noch relativ niedrig.
und generell unsere Rohstoffversorgung, was das Holz angeht. Wir haben jetzt so unsere 20 Stämme, 12 Holzbretter, so viel ist das nicht. Ich würde vielleicht hier mal 2 weitere mehr reintun. Und hier generell, so, was haben wir denn hier? Abbauen, Bäume. Ja, das sind immer noch so ein paar Bäume abzubauen. Weil sonst würde ich nämlich hier tatsächlich gucken, dass ich hier das Feld hinbaue. Was sieht denn, was macht denn die, das ist jetzt blöd. Dann packen wir die Felder lieber doch hier hin. Fruchtbarkeit 75%, 76%, weil hier haben wir eine Fruchtbarkeit von 54. Beziehungsweise hier, ne? 70. Okay, wo packen wir die Felder jetzt hin? Na, definitiv ja nicht hier. Machen wir das doch hier hin, oder? Komm, dann packen wir das alles da hin. Das heißt aber auch, dass wir hier die Bäume schon mal abholzen können, alle. Damit wir dann da unser Feld platzieren können. Ja, ist ein ganz guter Plan, glaube ich. Okay, so, das heißt, Acker übrigens, es wäre sinnvoll bei dem Acker, dass wir da versuchen, ist das hier? Nee, hier? Nee. Ist das mit einem normalen Baum? Da Straßen und Zäune. Genau, dass wir nämlich den Acker einzäunen. Das nämlich dazu führt, dass zum Beispiel Raubtiere und Co. Nicht aufs Feld laufen. Ein niedriger Holzzaun, ideal geeignet, bla bla bla, genau. Okay. So, das heißt, wir fangen jetzt mal hier an mit einem riesigen Feld. Und rechnen natürlich bei dem Weg. Wie war das jetzt von der... Hier ist so das Zentrum, ne? Okay, das heißt, wir packen das wirklich einfach mitten drauf. Wir können da zwei verschiedene Felder machen. Und zwar einmal ein so groß. Ich weiß immer nie so... Oh, jetzt lädt er. Ah, ne, er speichert. Okay. Was jetzt sinnvoll ist von der Größe her. Ich mache mal das mal... Immer über die komplett dunkelgrüne Fläche, also so. Und packen dann das hier genauso groß daneben. So, okay. Und jetzt würden wir auch gleichzeitig Zäune und Zauntore damit einbauen. So, okay. Okay, damit hätten wir das Feld schon mal vorbereitet. Oh nee, wir haben jetzt hier so ein Tonvorkommen. Das wäre jetzt unangenehm. Obwohl, ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt mir die Ressourcen angucke. Ah, ich kann es noch nicht. Dass man das hier so drumherum bauen kann. Ja genau, man kann das hier noch drumherum, glaube ich, aufsetzen, das Gebäude für den Tonabbau. Wir lassen das mal so, wie es hier ist. Zur Not haben wir hier auch noch ein Tonvorkommen. Und es fängt wieder an zu regnen. Oh, es ist so schön, diese Regenanimation, beziehungsweise diese Regenakustik. Da habe ich direkt so ein bisschen das Gefühl, ich müsste jetzt einschlafen. Was haben wir hier sonst noch? Wir haben Kompost. Oh, Kompost ist tatsächlich relativ wichtig, aber der hat, wie man hier sehen kann, in Rot monatliche Kosten. Das heißt, was wir als erstes brauchen, ist ein Marktplatz, über den nämlich die Leute auch Sachen einkaufen können. Der steigert auch die Attraktivität, also nicht meine oder deine, sondern die von dem Standort. Deswegen würde ich den Marktplatz tatsächlich einfach so halbwegs hier in die Mitte bauen. Ja, wäre nicht doof, glaube ich. Und über den Marktplatz verdienen wir einmal Geld, indem die Leute da was einkaufen können. Und zweitens kriegen wir dann pro Jahr auch sowas wie Steuern. Und darüber kriegen wir dann Gold. Und Gold brauchen wir dann für manche Gebäude, wie zum Beispiel, wie gesagt, hier diese Kompostsache da. Damit die Leute dann ihre Fäkalien dorthin legen können. Und daraus wird dann Düngemittel und so weiter für unsere Felder. Der Regen ist vorbei. Jetzt wird wieder richtig gearbeitet. Okay, ich mache noch mal ein bisschen weiter. Und schalten mal wieder ein, dann wenn hier zum Beispiel die Felder fertig sind, dann können wir uns das nochmal in Ruhe anschauen. Bis gleich. Das zweite Feld wurde jetzt gerade fertiggestellt. Man sieht auch hier oben bei dem anderen, da wird schon gearbeitet. Und deswegen werden wir einmal kurz uns dieses Feld hier durchkonfigurieren. Und zwar sieht man hier ganz gut, Fruchtbarkeit relativ hoch, Unkrautniveau sehr hoch leider. Deswegen werden wir als erstes tatsächlich hier versuchen, das Unkrautlevel zu reduzieren. Danach pflanzen wir Klee an, um die Fruchtbarkeit zu erhöhen, packen da vielleicht mal ein paar Rüben rein für das Jahr. Dann vielleicht nochmal Unkraut. Und so kann man sich das Ganze so ein bisschen zurechtfüllen. Dass das alles jetzt Sinn ergibt, weiß ich nicht so genau. Ich mach's einfach mal. Ja, keine Ahnung. Nicht genug Platz, genau, okay. So, das heißt, sie würden diese drei Jahreskonfigurationen, also eins ist immer ein Durchgang, ein Jahr, und würden das im Prinzip Stück für Stück immer durchgehen. Das heißt also erst im ersten Jahr das zweite Jahr das dritte Jahr das und dann wieder von vorne.
Deswegen muss man so ein bisschen schauen, dass man halt regelmäßig zum Beispiel Klee pflanzt, um die Fruchtbarkeit wieder ein bisschen zu erhöhen. Jäten geht, weil hier das habe ich zum Beispiel vergessen zu konfigurieren. Die wachsen, die lassen da jetzt irgendwie Kohl wachsen. Und man sieht es ja sogar, Unkraut ist da. Das Ganze besteht nur aus Unkraut. Aber gut, müssen wir drüber weggucken. Habe ich vergessen zu machen, wie auch immer. So ein bisschen werden wir trotzdem was ernten können. Mir war es wichtig, dass sie irgendwas anpflanzen, bevor ich das Jahr verliere und wir dann nichts anpflanzen. So, ansonsten, wir haben jetzt ein paar weitere Hütten. Wir haben 26 Bewohner. Wir sind also kurz davor, dass wir dieses Upgrade des Dorf-Stadtzentrums machen können. Es fehlen einfach nur noch vier Leute in der Bevölkerung. Und dann können wir dieses Upgrade hier machen auf Stufe 2. Der Marktplatz ist, ich sage jetzt mal, der macht seinen Job. Der hat mittlerweile 93 Geld. Könnten also tatsächlich mittlerweile auch... Wo hat er denn mehr Ressourcen? War das hier? Einen Kompostplatz bauen. Und ich sag mal so, nochmal das Prinzip mit der Attraktivität, die in diesem Kompostplatz nun Desirability heißt. Desirability. Na ja, gut. Vielleicht packen wir das einfach dann so hier hin mal. Hier sollen die Straßenseite irgendwie so kommen. Weil da würde es das Haus hier, ne, das Haus hier, will es ja nicht so zu nah haben. Dann packen wir es einfach mal hier hin, drehen das Ganze noch ein bisschen. So. Dann bauen die da jetzt so einen Kompostplatz hin, wo dann auch irgendjemand rumsteht, um dann diese ganzen Sachen da irgendwie reinzudübeln. Lässt hier rennt gerade weg vor Wölfen. Und vielleicht ziehen wir gerade mal so ein paar Leute ran, die diese Wölfe killen. So, ich hoffe, dass sie jetzt rechtzeitig da sind, damit Lässt hier nicht stirbt. So, macht ihn fertig. Komm schon. Tut mir leid, aber Wolf muss dran glauben. Aber knapp jetzt. Das war eher so eine knappe Geschichte. Lässt hier ist tatsächlich untätig. Das würde ich auch so formulieren. Lässt hier ist sehr untätig. Beschwerden keine. Das ist auch gelogen, oder? Was ist denn mit ihm jetzt? Braucht er jetzt einen Arzt? Gibt es einen Arzt? Weiß ich nicht. Ich lasse Lässt hier mal liegen. Der schläft ja scheinbar. Dann hätte er noch 6%. Und der hier, was ist er? Oh, die sind jetzt tot. Ich kann sie nicht mehr anklicken. Doch, kann ich wohl. Ruald hat 11%. Wir kommen gleich nochmal wieder und gucken, ob die vielleicht irgendwie so ein bisschen regenerieren oder so. Ansonsten haben wir gleich nicht mehr 26 in unserer Bevölkerung, sondern nur noch 24. Und der Friedhof wäre ein Stück voller. Was ich ganz schön finde bei dem Spiel, dass die Leute so schnell bauen. Ne? Hier das Kompost-Ding, sie ist schon fertig. Die Räucherei ist schon fertig, genau gegenüber vom Kompostplatz. Ist auch so eine hygienische Geschichte. Aber gut. Übrigens, die Räucherei braucht, wer hätte es gedacht, Brennholz. Finde ich ganz cool, dass sie daran gedacht haben. Und übrigens, Spaltplatz. Leute, die haben 300 jetzt davon. Im Kampf verwundet. Ah, jetzt kriegen wir eine Hilfe dazu. Im Kampf können Dorfbewohner nach manchmal tödlich verwundet werden. Ohne Behandlung erliegen sie... Ja, tödlich verwundet ist tödlich verwundet, Leute. Erliegen sie ihren Verletzungen. Um im Kampf verwundete Dorfbewohner zu heilen, brauchst du ein Heilkundehaus mit einem beschäftigten Heilkundigen. Okay, Heilkundehaus. Was ist denn ein Heilkundehaus? Wo kriege ich das denn? Ist das hier bei Dienste? Ja, da. Ich brauche eine Stufe 2 dafür. Ja, das heißt, ich brauche eine höhere, eine größere Bevölkerung. Zwei sind gestorben, wir haben es erwartet. Um auf Level 2 zu kommen, damit ich Heilkunde bauen kann. Leute, das Dorf ist zu klein für einen Arzt. Ich sag, wie es ist. Auch du zum Beispiel, du bist nicht fit. Wer bist du denn? Ulana ist nicht fit, definitiv nicht. Sie hat nur 30%. Aber, wie gesagt, das Dorf ist leider zu klein. Fehlende Quellgegenstände, Fleisch und Fisch. Boah, ey, das ist so schnell. Wie hier gebaut wird immer. Ich finde das großartig bei diesem Spiel. Das wird so schnell also immer gebaut. So, immer mal 160%. Guck mal, wie schön. Raubtiere greifen dann schon wieder. Ah, diesmal aber nicht da oben, sondern hier unten. Dann los, mach ihn fertig. Möglichst viele Leute drauf, damit es möglichst schnell geht. Okay. Sorry, aber wir brauchen einen Jäger. Es geht nicht anders. Also nicht jetzt für die Nahrung, sondern einfach damit wir da... Warte mal, hier Jäger. Damit da einfach so ein bisschen Ruhe einkehrt. Haben wir hier so einen Marker irgendwo, wo man sieht, die kommen da und da her? Nee, ne? Ich baue den Jäger einfach mal so hier so hin. Mal hier wäre die Straßenverlängerung, also hier hin einfach.
sowieso, dann kann ich ja die Straße einfach drüber bauen. Jetzt ist gerade ein bisschen ruhiger geworden, habe ich das Gefühl. Aber gar nicht schlecht. Wir haben übrigens sehr, sehr viel Brennholz. Und ich wundere mich die ganze Zeit, dass wir keine Baumstämme kriegen. So, Bäume abbauen. Dann bauen wir die auch noch ab und bauen wir die hier auch noch ab, oder? Komm, nee, warte, beim Friedhof lassen wir sie da. Das muss ja so ein bisschen... Vor allem dieses Kadaver von dem Wolf hier liegt einfach direkt am Friedhof. Wow, chill, 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 Lady. Okay, so gut die Akustik beim Regen ist, desto krasser ballert einem das die Ohren weg, wenn ich jetzt auch dieses Dorfzentrum anklicke. Bäm. Naja, gut. Wir haben auch relativ viel Kohle, also irgendwann geht es in den Tausenderbereich, aber ohne dass ich was tue, haben wir schon 118 Gold. Das finde ich sehr schön. Kann mir jemand die beiden da wegräumen? Ah, ne, die sind schon weg, das sind das Zeichen. Ne, doch, verstorbene Dorfbewohner. Licht noch da. Könnt ihr bitte die verstorbenen Dorfbewohner hier auf den Friedhof packen? Achtung, nicht erschrecken, ich lege den Friedhof an. Ne, ist immer noch einer von 64. Ne? Das heißt, die Leute haben die Leichen noch nicht abtransportiert. Weiß ich jetzt nicht. Aber gut, ich werde sowieso erstmal dieses Dings hier auf Stufe 2 bringen müssen, weil erst dann wir hier unten die Gebäude haben. Eine Tongrube. Arbeitercamp? Nein. Eisenminen nicht. Ich bräuchte eigentlich so eine Sandgrube. Kohle. Kerzen. Weberei. Töpferei. Man sieht also, da kommt noch einiges. Im Karriere. Sandgrube. Da. Wenn die Sandgrube auf einem Sandvorkommen errichtet wird, können Arbeiter hier Sand abbauen. Ah ja, gut. Das heißt, es muss irgendwo Vorkommen geben. Werden wir uns dann darum kümmern, wenn wir soweit sind, also Stufe 2 von unserem Dorfzentrum erreicht haben. An der Stelle würde ich mal einen Cut machen. Und vielleicht beim nächsten Mal weitermachen. Lass mich gerne wissen, ob du von sowas mehr sehen möchtest. Ansonsten lass natürlich immer gerne ein Like oder generell einen Kommentar da, wie du halt das Video findest. Und falls nicht schon passiert, gerne auch ein Abo. Ansonsten wünsche ich dir einen großartigen Tag. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.